Los geht's, hier ist wieder mal Gulhad mit Hawking. Heute wieder mit dem Incinerator. Mit dem neuen Heavy Mech. Hä? Wo wurde er geschossen? Also wie ihr seht, er baut auch keine Hitze ab, der Mech. Boah, das war aber wirklich hart. Hinter uns. Nice. Meinen ersten Kill bekommen jetzt. Legen wir mal hier kurz den Scrambler ab. Die Gegner so ein bisschen zu täuschen, dann kommen sie vielleicht raus. Hinter uns. Bin ich echt ins Loch reingefallen? Was ein Timing. Hat mir gerade nochmal das Leben gerettet jetzt, dass ich da reingefallen bin. Schießt du noch einer? Wo? Wenn ich schon viele Kills gemacht habe, Damage und erhaltener Damage, also erhaltener Schaden, ist gleich hoch, das heißt, so viel Schaden teile ich mir doch nicht aus. Bam. Das war jetzt ganz gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Schaden ausgeteilt. Als einkassiert. Die große Umgewöhnung ist echt, dass man hier Overheating hört und sich eigentlich freuen kann, weil man halt mehr Schaden macht. Warte. Pause. Wie lange bleibt denn das Ding da stehen? Five minutes remaining.
müsst ihr schon mal markieren, Jungs. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind, ey. Da ist irgendwo auf jeden Fall einer. Okay, so hier rechts. Dann haben sie gleich. Komm weg. Wieder rein. Nice. Down, oder? Das war der. Boah, 11 Kills, 0 Deaths bis jetzt. Damage wird langsam auch ein bisschen mehr im Verhältnis zum Schaden, den ich bekomme. Hätte mir noch fast bekommen, also wenn jetzt der letzte Schuss nicht so platziert gewesen wäre. Nein, jetzt bin ich gestorben. Ich glaub's nicht. 13:1. Der Wahnsinn. Ja, man will eigentlich die Sekundärwaffe hier auf Heavy Damage stellen. Auch wenn es dann mehr Energie kostet, wenn man damit trifft. Wenn man damit trifft, macht man einfach auch wesentlich mehr Damage gefühlt und das bringt es auf jeden Fall. Man kriegt schnell genug Hitze wieder rein. Ich habe noch nicht ganz das mit dem Hitzefeld verstanden. Zu Anfang oder gestern sah es so aus, als wenn ich in dem Feld Hitze aufbaue, was mir ja gut tut. Aber jetzt eben vorhin sah es aus, als wenn ich Hitze abbaue. Es kann aber auch sein, dass es ein Gegnerfeld gewesen ist, was dann natürlich entgegengesetzt wirkt. Macht natürlich Sinn, weil sonst würde man ja als auch die Gegner so gesehen boosten und pushen und das wäre ja nicht im Sinne des Spielers, dass man hier eine Waffe einsetzt, um den Gegner zu unterstützen. Also gehe ich erstmal davon aus, dass ich da in einem Gegnerfeld stand vorhin und deswegen so schnell Energie verloren hatte.
im Großen und Ganzen jetzt der Incinerator, oder wie auch immer man ihn schimpft, ja, Incinerator, so nenne ich ihn, relativ cooler Mech, macht jetzt auf den zweiten Blick ein bisschen mehr Laune als noch gestern, kann aber auch am Team gelegen haben. Ist natürlich auch immer so, wenn das Team nicht ganz so mitspielt und man immer so 3:1 Situation hat, hat man natürlich wenig Chance, die Waffen zu testen und auch zu sehen, ob jetzt im 1-on-1 der Mech bestehen kann. Da finde ich ihn ganz gut, er ist zwar träge, weil es ein Heavy Mech ist, aber ich denke mal, ich werde nochmal ein Gameplay mit dem Mech machen.